Wunderbar. Wir beginnen seniorengerecht in der Rückenlage. Legt euch gerne eure Musik ein. Ein bisschen Entspannungsmusik im Hintergrund. Und wenn du dann auf dem Rücken liegst, nimmst du hier ein paar tiefe Atemzüge. Das ist so unser Weg, um mit der Aufmerksamkeit langsam bei uns ankommen zu können. Und du bemerkst, dass die Gedanken umherschweifen, wie Vögel am Himmel. Dann stell dir einfach vor, sie landen, diese Gedanken, und dürfen für einen Moment beiseite gelegt werden. Leg dir gerne die Hände auf deinen Bauch. Vertief ein kleines bisschen deine Atemzüge. Spüre, wie es dir geht, was dich bewegt. Und dann sei mit diesem Moment zufrieden, so wie du jetzt bist, so wie dieser Moment jetzt für dich sein kann. Etwas tiefer einatmen, lang und genussvoll ausatmen. Entspann dein Gesicht, lass die Lippen weich werden, deine Schultern. Lass die Spannungen des Alltags los. Und noch einmal für dich tief durchatmen. Dann öffne deine Augen. Streck deine Beine senkrecht zur Decke aus. Nimm deine Arme hinter deinen Kopf. Und atme jetzt hier einmal ein. Beim Ausatmen mach ein Päckchen. Nimm die Knie an die Brust und die Hände zu den Schienbeinen. Die Beine wieder strecken. Gleichzeitig gehen die Arme hinter deinen Kopf. Einatmen. Ausatmen. Dein Päckchen, Hände zu den Schienbeinen. Und dein Kinn vielleicht nochmal ein bisschen zum Brustbein. Ein schöner langer Nacken. Die Arme zurück. Einatmen. Streck die Arme und die Beine. Ausatmen. Dein Päckchen. Und so 4, 5 Mal im eigenen Atemfluss. Mit dem Atem bei dir sein. Die Bewegung folgt dem Atem. Und wenn dann deine Beine und die Arme gestreckt sind, bleibe. Flexe deine Füße zu dir heran. Drück den Hinterkopf sanft in die Erde. Und vertiefe deine Atmung. Komm gerne in ein sanftes Ujjayi-Atmen. Wenn du die Arme beugen musst, dann machst du das natürlich. Ja, sorge für dich, um entspannt bleiben zu können in deinem Schulterbereich. Und dann komm in dein Päckchen. Drück diesmal ein bisschen gegen deinen Bauch, wenn du nicht zu viel gegessen hast. Entspann die Schultern. Spüre jetzt, wie der Bauch sich gegen deine Beine schiebt. Und beim Ausatmen unterstütze dich, indem du nochmal so ein bisschen mehr die Knie herandrückst. Bleib in deinem Kiefer entspannt und innerlich konzentriert.
Und dann bring hier deine Stirn zu deinen Knien. Schaukel dich ein paar Mal vor und zurück. Kinn bleibt am Brustbein bis zu den Schultern rollen. Nicht über die Halswirbelsäule, bitte. Und beim nächsten Mal roll dich auf oder komm über die Seite in deinen Schneidersitz. Wenn du magst, etwas höher sitzen und deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Und erde dich mit deinen Sitzknochen. Fühle deine Verbindung zu Mutter Erde. Verbinde dich mit Vater Himmel über die Krone deines Kopfes. Werde lang. Lass den Atem für dich zum Herzen fließen. Wenn du magst, darf jetzt ein Wunsch entstehen, eine Absicht. Ein guter Wunsch für dich selbst. Und dann öffne deine Augen und greife mit deinem linken Arm weit nach oben in der Einatmung. Mit der Ausatmung bring die Hände wieder zurück ins Anjali Mudra. Jetzt gehen wir gerne mit den Daumen ein bisschen vom Brustbein weg. Probier einfach aus, was schöner für dich ist. Rechter Arm geht hoch, einatmen, ausatmen, ankommen. Links einatmen, ausatmen, Anjali Mudra. Rechts ein, ausatmen. Mach du für dich nochmal jede Seite dreimal. Konzentrier dich auf deine Atmung, lass sie beginnen und beweg dich erst, nachdem dein Atem begonnen hat. Fokussiere nochmal deinen Blick. Wenn du deine rechte Hand zurückgebracht hast, legst du deine Hände auf deine Schultern, kreise deine Ellbogen weit vor und nach hinten. Dein Kopf darf sich gerne natürlich dazu mitbewegen. Noch einmal weit zurück. Dann legen wir kurz die Hände hinter dem Becken ab und wechseln unser Bein. Stütz dich mit der rechten Hand seitlich ab, heb deinen linken Arm und schau zu deiner linken Hand in deiner Einatmung. In der Ausatmung richte den Blick nach rechts zum Boden und neige dich ein bisschen. Einatmen, Blick zu deiner linken Hand, komm so ein kleines Stückchen zurück. Ausatmen, dreh den Kopf nach rechts, Neigung, wieder strecken, einatmen, ausatmen, nach rechts den Blick. Für dich ein paar Mal wiederholen. Mach das langsam, spür in deine Brustwirbelsäule hinein. Ja, da findet so eine ganz leichte Drehung statt. Schau, dass das in einer guten Intensität für dich bleibt. Richte dich auf und lege dann deine linke Hand ab. Heb dann den rechten Arm und den Blick in die rechte Hand bringen. Länge dich in der Einatmung. Ausatmen, neige dich nach links. Blick geht nach links, wie erwartet. Einatmen, hoch. Ausatmen, langsam drehen und neigen. Also der Kopf dreht, die Wirbelsäule neigt sich. Richtest dich auf, Blick zur Hand, Länge. Ausatmen, weich werden. Im Stillen für dich. Und wenn du dich wieder aufgerichtet hast, lege deine Hand ab und komme zum Vierfußstand. Ja, spreiz deine Finger auf, dein Bauchnabel geht nach innen und dann wollen wir hier unser Hüftgelenk ein bisschen mobilisieren. Nimm dein rechtes Knie
Richtung Bauch nach vorne und dann kreise dein Bein nach außen. Lass deinen Nacken lang, also spüre hier eine Stabilität. Ja, manchmal hängt man hier so durch, drückt dich hier schön ab. Das Gefühl, ein Doppelkinn zu machen. Auch mal stolz das eigene Doppelkinn betonen. Und dann ein paar Mal in die andere Richtung kreisen. So, streck dann dein Bein aus, stell den Fuß auf, schiebe leicht vor und zurück. Roll auch über deine Zehengelenke, so ein ganz kleines Kreisen in deinem Fuß. Und in die andere Richtung. Und nimm dein Knie zurück, falte dich kurz zusammen in dein Kind. Leg die Stirn ab. Lass es innerlich ruhig werden und ja, genieße diese Konzentration, die Aufmerksamkeit, die du dir schenkst. Nimm deine Arme bitte wieder vor, heb dein Becken an, Schultern über deine Hände. Jetzt nimm dein linkes Knie zu dir heran und nach außen kreise für dein linkes Hüftgelenk. Bewahre dir die Länge in deinem Nacken. Sauge dich mit deinen Fingerkuppen in die Unterlage. Und dann drehen wir, gehen in die andere Richtung. So, dann strecke dein linkes Bein aus und stell die Zehen auf. Ja, manchmal muss man nochmal den kleinen Zeh extra so ein bisschen spreizen, wie es geht. Und wippe vor und zurück. Kann gerne ein kleines Kreisen entstehen, sodass nicht nur der große Zeh erwischt wird, sondern auch die restlichen, so wie es möglich ist. Und auch hier mal so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, bring jetzt dein Knie zurück. Runde dich bitte einmal in die Katze, lass dich ganz rund werden. Mit der Einatmung schieb dein Herz zu den Armen durch, heb den Blick, Kuh. Ausatmen ganz langsam. Unterer Rücken, oberer Rücken rund. Wieder unterer Rücken, Hohlkreuz. Herz nach vorne weit werden lassen in die Kuh. Rund in die Katze, ausatmen. Einatmen. Und wir stellen die Zehen auf, geben Kraft und kommen in den herabschauenden Hund. Beuge deine Knie, kipp dein Becken so ein bisschen nach vorne. Das ist, wenn du ein kontrolliertes Hohlkreuz machen möchtest. Und lass dann deine Fersen Richtung Boden sinken. Konzentriere dich hier auf deine Atmung. Sei ganz bei dir. Und dann langsam lauf zu deinen Händen vor und stütz dich ab für einen geraden Rücken, einen geraden Nacken, einatmen. Und mit der Ausatmung komm in die Vorwärtsbeuge und bleib ein paar Atemzüge. In der Einatmung kannst du hier leicht die Knie beugen und beim Ausatmen wieder ein bisschen strecken. Einatmen, leicht beugen. Ausatmen, etwas strecken. Ein. Und ausatmen. Beuge die Knie jetzt ein bisschen mehr. Heb deine Arme und richte dich nach oben auf in den Berg. Einatmen.
Ausatmen, bring deine Hände zum Herzen. Jetzt greif mit deiner rechten Hand zum linken Ellbogen, schieb den Kopf etwas zurück und neige dein linkes Ohr Richtung linke Schulter. Spür die Dehnung in der rechten Seite deines Nackens. Dann drück die Füße in die Erde und atme tief ein. Mach dich nochmal lang. Mit der Ausatmung schmelzen die Schultern nach unten zum Becken. Komm mit dem Kopf zurück. Wechsle den Arm. Die linke Hand greift zum rechten. Die linke Hand greift zum rechten Arm. Schieb den Kopf etwas nach hinten. Und jetzt neige dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter. Spür die Verbindung zur Erde mit den Füßen. Drücke sie nochmal angenehm in die Erde. Mit einer tiefen Einatmung länge dich. In der Ausatmung entspann die Schultern. Und dann komm langsam zurück. Heb die Arme nach oben, nimm den Bauch nach innen und lehne dich ein bisschen zurück. Einatmen. Beug die Knie, atme aus in die Vorwärtsbeuge. Stell den rechten Fuß jetzt einen großen Schritt zurück. Stell ihn ganz leicht schräg, also so wenig wie möglich, aber so, dass du die komplette Fußsohle am Boden hast. Komm in den Krieger 1, die Arme heben. Mit der Ausatmung sink etwas tiefer. Gut, dann streck dein rechtes Bein und jetzt beuge deine Ellbogen. Die Handflächen zeigen jetzt zu mir nach vorne. Also, ja, dann strecke langsam, also noch ein Hinweis, schau auf einen Punkt und streck langsam dein linkes Bein, streck die Arme und stütze, ja, entweder deine Decke oder den Himmel, das, was dir gefällt. Ausatmen, wieder Knie beugen, Arme wie ein Kerzenleuchter. Einatmen, streck dich, öffne dich. Ausatmen. Mit deiner vollen Konzentration ein paar Mal für dich. Und dann bleibe das nächste Mal mit den Armen gebeugt und den Bauch nach innen. Schieb die Ellbogen nochmal etwas weiter zurück. Um ein bisschen in den Aspekt deiner Kraft zu kommen, deine Kraft zu spüren. Auch in deiner Atmung. Und streck dein Bein, streck die Arme. Geh mit dem Blick gerne nach oben. Und nimm deine Erdverbundenheit und deine Stabilität wahr. Atme tief ein und aus. Dann langsam komm mit dem Blick zum Boden, leg die Hände ab und setze deinen linken Fuß zum herabschauenden Hund. Fließ jetzt in das Brett vor, einatmen, ausatmen, Chaturanga. Deine Fußrücken ab. Deine Hände sind neben deinen Rippen. Und wenn du jetzt deinen rechten Arm nach vorne streckst, hebst du dein linkes Bein an. Leg dann wieder dein Bein ab. Die Hand kommt zurück. Nun schieb den linken Arm vor, heb dein rechtes Bein. Bring die Hand zurück und leg dein Bein ab. Atme ein, rechter Arm, linkes Bein. Ausatmen, ablegen. Diagonal, einatmen, links, rechts heben. Ausatmen. Jede Seite noch zweimal für dich. Wenn du jetzt deine Hand wieder zurückgebracht hast, stell deine Zehen auf, schiebe dich mit deinem Becken in ein langgezogenes Kind. Dann
Und heb den Bauch etwas an und komm zum herabschauenden Hund. Lauf zu den Händen und komm in einen geraden Rücken, einatmen, ausatmen, Uttanasana. Noch einmal gerader Rücken, einatmen, ausatmen, Uttanasana. Rollen auf, heben die Arme, Bauchnabel nach innen, so wie es für den Rücken passt. Lehn dich zurück, einatmen, ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Und bring deinen linken Fuß zurück. Stell ihn leicht schräg. Ja, ganz wenig nur. Und richte dich nach oben auf, in den Krieger 1. Ups. Der Bauchnabel geht nach innen. So, dann sink etwas tiefer in dein rechtes Knie. Guck dann, dass hier immer noch die linke Ferse am Boden ist. Und senke deine Ellbogen, bis es für die Schultern angenehm wird. Einatmen, streck dein Bein, stütze den Himmel mit den Händen. Ausatmen, beug dein Knie. Einatmen, werde schön weit, streck dich. Ausatmen, zurück. Bleib konzentriert. Einatmen, ausatmen und in Ruhe für dich ein paar Mal. Wenn du das nächste Mal dein Knie gebeugt hast, finde deinen Drishti, deinen Fokuspunkt. Saug den Bauchnabel nach innen und deine Schultern tief und dann lass den Herzraum nochmal weit werden. Drücke mit deinen Handrücken nach hinten. Vertiefe deine Atmung. Und von hier streck dein Bein, streck deine Arme. Verbinde dich zur Erde, nähre deine Stabilität mit jedem Atemzug. Jetzt kommt dein Blick zurück zum Boden, beug dein Knie und leg deine Hände ab. Ich komme mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Schieb die Schultern hoch zum Becken. Atme nochmal tief ein und ausatmen. Fließ jetzt in das Brett, einatmen, ausatmen, Chaturanga. So, kreis die Schultern zurück, halte deine Ellbogen am Körper. Mit der Einatmung kommt eine sanfte Kobra. Ausatmen, leg wieder zur Erde ab. Machen das im Fluss, die Schultern zurückkreisen. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, zurück. Auch wenn das für den Rücken zu intensiv ist, bleib einfach in der Kobra oder in der Sphinx. Ansonsten fließ in deinem Atemfluss noch mal ein, zwei Mal hoch und runter. Und alle gemeinsam in der Kobra bleiben. Die Schultern tief, die Ellbogen am Körper. Die Atmen wahrnehmen, bei dir sein, dich spüren. Dann leg langsam dein Herz zurück zur Erde ab. Und stell deine Zehen auf. Schiebe dich nach hinten zum herabschauenden Hund. Ja, und dann lauf bis zur Mitte deiner Matte. Komm tief mit deinem Becken. Ja, wie gesagt, auch das kann ein Malasana sein, wenn die Knie oder die Fußgelenke wehtun. Dann bleibt einfach etwas höher. Das stärkt eure Beine und stärkt auch ja, das Muladhara-Chakra, unser erstes Chakra, unser Energieort der Erdverbundenheit und des Vertrauens. Und schließe einen Moment die Augen und begleite deinen bewussten Atem.
So, und dann setze dich ab, nimm deine Fußsohlen zusammen und roll dich langsam nach vorne. Leg die Stirn vielleicht auch auf deinen Händen ab, wenn du die Ellbogen abgestützt hast. Atme entlang deiner Wirbelsäule. Lass noch mehr mit dem Ausatmen deinen Kopf los, den Kiefer loslassen. Dann richte dich auf. Nimm deine Hände zu deinen Knien und bring deine Beine zusammen. So, dann halte deine Hände hier außen an deinen Knien. Komm etwas zurück in dein Boot, heb dein Herz an, atme ein, mit der Ausatmung öffne nach rechts, einatmen, komm zur Mitte zurück, kannst auch gern nach deinen Kniekehlen greifen, um dich aufzurichten. Ausatmen, dreh nach links, einatmen, ausatmen rechts, einatmen zur Mitte, links ausatmen und wieder für dich. Jede Seite, bis ich nicht mehr kann. Ich nehme mal dreimal pro Seite vor. Gut. Heb dann nochmal dein Herz an. Streck die Arme leicht nach vorne aus. Wenn du willst, streck auch noch mal einen Moment die Beine aus. Und dann leg die Beine ab. Flexe die Füße zu dir heran. Heb die Arme nach oben. Und mit der Ausatmung beuge dich zu deinen Beinen in Paschimottanasana. Nimm hier gerne noch mal den Sitzflash etwas von den Knochen zur Seite weg. Entspann gerne in dieser Position deine Bauchdecke, sodass deine Bauchorgane massiert werden. Und massiere sie zusätzlich noch durch deine tiefe Atmung. In der nächsten Einatmung heb die Arme an. Und mit der Ausatmung nimm die Hände zum Herzen. Stell deinen rechten Fuß auf und nimm dein rechtes Bein zur Seite. Der linke Fuß ist herangeflext. Wir gehen mit den Armen hoch, heben unser Herz und dann beugen wir uns ausatmend zum Bein. Jetzt gehen wir mit den Armen hoch und drehen den linken Fuß nach innen, stützen uns mit der rechten Hand ab und kommen in eine Stabhaltung. Dann versuchen es ein, zweimal fließend. Leg dich wieder ab. Heb die Arme, einatmen, ausatmen zum Bein. Einatmen, heb die Arme, ausatmen der Übergang und mit einer Einatmung heb dich. Ausatmen, Becken kommt zurück. Einatmen, Arme kommen hoch. Ausatmen zum linken Bein. Ein, die Arme heben. Und dann bleiben wir in der Stabhaltung. Lass deinen Atem fließen. Drücke deinen linken Fuß noch mal ein bisschen bewusster in den Boden und streck den linken Arm noch weiter aus, sodass du in der linken Seite weit wirst. Setz dein Becken zurück zum Boden ab. Na, diesmal noch mal ein bisschen ordentlicher. Das Sitzfleisch zur Seite, der Fuß herangeflext. Arme heben und ausatmen zum linken Bein. Und hier für ein paar Atemzüge bleiben. So, lauf jetzt bitte mit deinen Händen am Boden entlang, um dich aufzurichten. Und stell deinen linken Fuß auf für das Reh. Dreh bitte dein Knie zu deiner rechten Fußsohle.
Jetzt bin ich schwarz angezogen, aber vielleicht sieht man es von der Haut. Also ich bin jetzt mit dem Fußgewölbe auf Kniehöhe. Nicht am Schambein, sondern eher hier am Knie. Und wir drehen nach rechts. Kommen auf unsere Unterarme. Also du drehst nur so weit, dass du auf deinen Unterarmen ankommen kannst. Und dann entspannen deine Stirn zu deinen Armen. Und nimm deinen Körper wahr. Und die Dehnung wahr. Vielleicht merkst du auch, du musst ein bisschen was abändern. Dann mach das bitte. Genieße deine Konzentration. Über den Atem bei dir bleiben. So, richte dich jetzt langsam auf. Und dann streck dein rechtes Bein aus und nimm dein linkes Bein zu dir heran. Wir heben unsere Arme, der rechte Fuß ist geflext. Mit einer Ausatmung beugen wir uns zum rechten Bein. Und dann spür auch, wie du am Ende deinen Kopf entspannst. Richte dich auf. Und dann dreh nach links, dreh deinen rechten Fuß ein und stütz dich ab. Komm mit dem Becken zurück. Einatmen. Ja, und wie wenn eine weiche Hand dich hier nach unten beugt, ausatmen. Auch wieder mit dieser vorgestellten Hand, lehn dich zurück, heb die Arme. Ausatmen in die Stabhaltung. Komm zurück mit deinem Becken. Länge die Wirbelsäule, einatmen. Ausatmen zum Bein. Einatmen. Ausatmen die Hand zur Erde. Einatmen. Und jetzt bleiben. Weiteratmen. Die Aufmerksamkeit zu dem rechten Fuß bringen. Und deinen rechten Arm lang machen. Lang nach vorne strecken und so noch weiter werden in der rechten Seite. Spür noch, ob du dein rechtes Bein gestreckt hast. Und jetzt komm mit dem Becken zurück. So, komm nochmal für eine ordentliche einbeinige Vorwärtsbeuge auf deinen Sitzknochen an. Flex den Fuß und heb die Arme, atme tief ein. Ausatmen, beuge dich zu dem rechten Bein. Und spüre das Loslassen deines Kopfes. Dein Kiefer löst. Dein Gesicht weich werden lässt. Bring bitte deine Hände zum Boden und richte dich auf. Nimm für das Reh dein rechtes Knie, also drehst dein rechtes Bein ein, nimmst den linken Fuß ein bisschen weiter hoch und dann komm in den, das ist der gefallene Engel, auf deinen Unterarm. Drehst nach links. Leg die Stirn auf deinen Unterarm ab und dann entspann den Kiefer. Genieße deine Atemzüge voller Leichtigkeit, voller Bewusstsein und einer inneren Präsenz. Und stürze dich ab
Komme zurück. Und stelle für den Tisch deine Füße hüftgelenksweit auf. Und deine Hände hinter dein Becken. Dann kreist die Schultern zurück, heb dein Herz an. Vielleicht möchtest du auch hier einfach bleiben, dann mach das bitte. Oder heb dein Becken für den Tisch an. Atme jetzt tief durch die Nase ein und hauchend aus dem Mund aus. Mit der Zunge raus, in allen Varianten. Und noch einmal. Und dann komm zurück mit deinem Becken. Halte dich an den Beinen fest und roll dich langsam zurück in die Rückenlage. Lass mal für einen kleinen Moment die Füße ein bisschen nach außen laufen, Knie zusammenfallen. Dann leg dir eine Hand auf dein Herz, die andere auf den Bauch. Ja, fühl mal, wo du die Hand dazulegen möchtest. Und bleibe dort. Nähere dich mit jedem Atemzug. Ja, wie ein Tropfen ist jeder Atemzug ein Tropfen Energie. Öffne jetzt die Augen und die Fußsohlen zueinander, die Füße zueinander. Und mit den Händen am Hinterkopf, heb den Kopf ein bisschen an, länge deinen Nacken. Noch für den Schulterstand. Und nimm deine Arme nah am Körper. Lauf mit deinen Schulterblättern ein bisschen runter und roll dich in deinen Schulterstand auf. Mach eine Variante, wenn du magst. In der Zeit kannst du auch gern die Schulterbrücke machen. Fühle mit geschlossenen Augen deine Atmung. Dann nehmen wir die Knie Richtung Stirn und rollen uns langsam zurück. Und mit den Händen und unter dein Becken für den Fisch. Die Füße aufstellen, die Hände unter das Becken bringen. Und dann ziehst du die Unterarme an den Rücken, streckst die Beine aus und machst Ballerina-Füße. Drück dich ab. Und leg deinen Kopf sanft in den Nacken für den Fisch. Ja, und dann nimm langsam dein Kinn zurück zum Brustbein. Strecke die Beine hoch zur Decke aus, die Arme hinter den Kopf. Atme tief ein, ausatmen, dein Päckchen. Und jetzt zwei, dreimal nochmal für dich und einfach den Unterschied spüren in deinem Bewusstsein. Bleibe nun in deinem Päckchen und schaukel dich ein bisschen von Seite zu Seite. Kreise deine Beine. Ändere die Richtung des Kreisens.
Ja, und dann lass die Knie bei dir. Atme ein, leg sie bewusst ausatmend am Boden ab. Und dann streck die Beine aus für dein Shavasana, deine Entspannung. Schließ deine Augen. Beobachte einen Moment deinen Atem, so dass du die Bewegung deines Atems spüren kannst. Mit jedem Ausatmen lässt du dich mehr auf deiner Unterlage ankommen und entspannst deinen Körper, wie wenn du in einer Hängematte liegen würdest. Und wirst durch deinen Atem leicht geschaukelt. Und durch das Wiegen deines Atems entspannst du dein Gesicht, wirst weich im Kiefer. Fühle dann die Schultern und spüre hier das Loslassen in den Schultern. Deine Arme entspannen. Und in deine Handteller hineinfühlen. Vielleicht fühlst du die Wärme, die Energie oder ein Kribbeln. Ein Pulsieren. Bring jetzt die Aufmerksamkeit zu deinem Bauch. Und lass die Bauchdecke weich werden. Komm jetzt an bei deinem Rücken und entspanne den ganzen Rücken mit der Ausatmung noch ein bisschen mehr. Dein Becken entspannen. Deine Oberschenkel. Jetzt atme und spüre deine Knie. Ja, wie wenn du in die Kniegelenke atmen könntest. Entspann deine Waden. Und spür deine Fußgelenke. Atme, wie wenn du in die Fußgelenke atmen würdest. Und Pulsieren deines Atems spüren. Ausdehnen und zusammenziehen.
Und spür die Fußsohlen. Und deinen gesamten Körper, die Füße, die Beine, den Rumpf, deine Arme, den Kopf. Und lass innerlich die Energie pulsieren. Spüre durch deinen Atem innerlich die Ausdehnung und das entspannte Zusammenziehen. Ausdehnen und einsinken. Und du sinkst noch mehr in deine Ruhe. In dieser Ruhe bleiben, beobachten, wie sich dein Atem jetzt durch deinen Willen vertieft. Atmest ein bisschen tiefer ein und aus. Und dann atme noch tiefer ein und gerne auch mit einem aus. Alles, was sich noch zu viel anfühlt, auszuatmen, rauszutragen und loszulassen. So, und dann fühl nochmal deinen Körper. Beobachte in deiner Klarheit, was wichtig ist. Und nimm das mit. Setz dich langsam auf. Und nimm deine Hände locker. Ohne die Daumen am Herzen, wir wiederholen die Übung vom Anfang, mal ganz konzentriert mit geschlossenen Augen, den rechten Arm einatmen, ausatmen, in der Mitte ankommen, geschlossene Augen, einatmen, der linke Arm, ausatmen, die Hände zusammen und fühle, wie sie sich vereinen. Nochmal bitte rechts ein. Ausatmen, ankommen. Einatmen links. Und ausatmen. Leg die Daumen jetzt an dein Herz. Und schieb mit den Daumen ein bisschen dein Herz nach oben. Atme voller Mut, Vertrauen und Zuversicht ein und aus. Und dann senke deine Stirn als Dankbarkeit, als Geste für dich selbst und erinnere dich an deine Absicht. Und schenke dieser Absicht deine Zuversicht und dein Vertrauen. Und mit Dankbarkeit verneige dich vor deinem wahren Ich und vor allem Höheren. Namaste.